Vielleicht sagen Sie uns ganz kurz die Eckpunkte. Licht, habe ich verstanden, bessere Sichtbarkeit. Bessere Sichtbarkeit, es gibt eigentlich drei Eckpfeiler. Das erste, was wir gemacht haben, war die Anzahl der Sponsoren zu reduzieren auf 6 Partner insgesamt. Dann wird es im Vergleich zur Vergangenheit nicht so sein, dass die Partner überall sichtbar sind beim Rennen, sondern in bestimmten Sektoren, das habe ich ja gerade gesagt, wir haben das ganze Rennen in 3 Sektoren aufgeteilt und dort werden immer Sponsorenpärchen zu sehen sein. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir ein neues CI entwickelt haben, gemeinsam BMW, also das wird auch überall auftauchen. Und das sind eigentlich die wesentlichen Punkte. Natürlich haben wir gerade die innovativen Werbemittel gesehen. Wir haben nicht nur die Banden, sondern auch eben die Start-, Ziel- und Zwischenzeitinstallationen erneuert. Und insgesamt sind wir uns sicher, dass das einfach qualitativ ein Riesenschritt nach vorne sein wird. Jetzt gehen wir mal zurück in die Urgroßvater-Generation des Biathlons. Begrüße ganz herzlich Fritz Fischer. Damals, als man sogar noch Schnauzbärte tragen konnte, meine, der Sport hat sich ja unfassbar verändert in den letzten Jahren und jetzt nochmal ein Quantensprung mit dem, was wir gerade eben gehört haben. Ja, zum einen vielen Dank, dass ich da sein darf. Zum anderen, ich komme in Erinnerung, dass du 92 bei mir auf der Hausbahn gehabt bist. Da warst du auch noch jung und dynamisch. Kompliment an deine Karriere. es macht mich wahnsinnig stolz, hier sitzen zu dürfen. Wie gesagt, Urgestein, ich habe in den 1980 war ich in meiner ersten Olympiastadt. Und wenn ich jetzt hier sitzen darf und auf eine Weltmarke wie BMW, sage ich jetzt mal, mit als Partner mit im gleichen Atemzug nennen. Und allein der Slogan von BMW zeigt ja mir die Freude am Fahren, die Freude am Sport, die Freude am Biathlon und die Freude an der Menschheit. In der Form, glaube ich, ist das ein Schlagwort, wo sich auch erkennen, warum die Sportart so populär ist, weil keiner kann es nachvollziehen, wie man mit Puls 160, 170 5 Scheiben trifft, die wo so klein sind. Und nur wer selber mal erlebt hat. Und das Schöne war natürlich auch bei mir, dann beim Namenskollegen im gleichen Ski, war das auch eine nette Geschichte. Nach der Wiedervereinigung letzte Woche war ja die große Serie 25 Jahre gemeinsames Deutschland. Ich glaube, dass wir beide, wenn ich an die 80er Jahre denke, wo wir in dem Garten heimlich Kaffee getrunken haben und das jetzt so erleben, und jetzt dürfen wir hier beide sitzen, um mit einem Weltkonzern eine Partnerschaft zu erleben. Was soll es denn Schönes geben? Ich glaube, gerade Fritz hat es angesprochen, Sven, das sind natürlich wunderbare Erinnerungen an die Anfangszeit, aber ich glaube, die Faszination Biathlon-Sport hat sich nicht verändert in den letzten 25 Jahren. Was macht es aus? Warum ist dieser Sport, du hast es auch fürs Fernsehen ja miterlebt, als ZDF-Experte, was macht die Faszination aus? Ich denke, die Kombination und die Verbindung, gerade aus dieser Präzision, dass man am Schießstand präzise dort auch treffen muss, um vorne zu sein, und die Verbindung eben mit dem Laufen, dass man das Gefühl hat, die laufen sich die Lunge raus, die quälen sich, das ist eine brutale Art und Weise, ähnlich wie im Langlauf ja auch. Aber genau die Kombination aus dem Langlauf, wo man wie ein Ochse da kämpft und auf der anderen Seite in der Präzision wie ein Professor dann arbeiten muss, diese Gegensätze zu vereinen, gibt eine Grundspannung und es ist nie einer Dauerbrenner immer ganz vorne. Auch Marc Botschafter oder einer Björn Dahn ist halt auch nicht immer vorne, sondern es ist so, dass man auch sich immer wieder abwechselt im Feld. Man hat mehrere Gewinner und das teilt man sich auch in den Nationen und deshalb ist die Faszination weltweit in der nördlichen Halbkugel, muss man aber so sagen. Jetzt seid ihr beide, steht natürlich für die Faszination Biathlon, auch als Botschafter für den Sport und für BMW. Fritz, du bist unterwegs mit einem Biathlon-Camp, auch da gibt es Veränderungen. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass auch jetzt Biathlon Camp powered bei BMW auch insofern die Qualität meiner Firma oder meiner Person, sage ich mal, auch irgendwo dahinter steht, weil gerade auch die Technik, der Know-how, der Weitblick, was auch BMW die letzten Jahre gezeigt hat, darum ist auch nicht umsonst, da geht es ja nicht nur um einen regionalen Sponsor, sondern geht es auch um einen Weltsponsor. Und ich glaube, Nicola hat es gerade erzählt, alleine das Präsent, was jetzt BMW auch wirklich auch den anderen zeigt, wir haben eine hohe Qualität, eine hohe Professionalität und vor allem auch in der Sportart Biathlon. Und ich versuche jetzt mit meinem Camp Talente zu finden, den Sport auch die Leute zu bringen. Da auch Biathlon ist für mich so eine Schule des Lebens, wie im Alltag. Du stehst in der Früh auf, du hast Stress in der Autobahn, du hast, wie auch immer, stehst im Stau, die Kinder schreien, du musst in die Schule. Aber trotzdem musst du deinen Job mit hoher Qualität abliefern. Und das ist gerade in Deutschland, sage ich jetzt mal, ein Thema, Wirtschaftsland Nummer 1. Und jetzt kommt ein Partner, der mit mir gemeinsam, sage ich jetzt mal, was bewegen kann, vor allem an der Basis zu arbeiten, Leute an Autohäusern, an wer auch immer, Familien, Kindern. Das kann Biathlon, kann in der Form jeder erleben. Das muss nicht jeder Olympiasieger, jeder Weltmeister werden. Aber ich glaube, auch diese Geschichte, wo BMW auch dazu steht, auch da damit zu unterstützen, dass auch diese sportliche Aktivität in Familien, in Freunden, wer auch immer bereitsteht, um auch später vielleicht einen Weltmeister herauszufinden. Das Thema ist natürlich, in Biathlon gibt es keinen Breitensport.
Wir haben nur olympische Disziplinen im Fußball. Wenn du es bist, du schaffst es nicht, dann spielst du halt nicht bei der FC Bayern, dann spielst du bei Paderborn. Ist auch nicht schlecht. Oder bei 60. Oder von daher gesehen. Aber von daher gesehen, glaube ich, wie gesagt, da könnt ihr noch stundenlang erzählen. Macht einfach Spaß, weil die Qualität dieser Firma genau in dieser Sportart drinsteht. Wobei du jetzt ja ein bisschen in Richtung Breitensport gehst. Wenn wir draußen, wir laden Sie alle herzlich dazu ein, das draußen auch noch zu erleben. Es gibt einen mobilen Schießstand und da kann jeder selber mal versuchen, wie das ist, auf diese kleinen Scheiben zu schießen. Wenn Sie Lust haben, laufen Sie erst einmal draußen um die BMW-Welt rum, dann ist auch der Puls in einem anderen Zustand. Dann macht das noch mehr Spaß. Wie funktioniert es? Erklär es ganz kurz. Ja, und ihr werdet es merken, das Schönste im Leben ist auf der Couch hocken, ein Weißbitterring und blöder Herr, wenn einer vorbeischießt. Aber ich sage es euch, kommt zu mir mal oder draußen und dann alleine das Empfinden zu haben, wie wichtig einfach ein Job ist in der Form. Und das ist ganz einfach, das ist in der Simulation das gleiche Gewehr, nur auf Laserbasis. Es geht auf 10 bis 20 Meter Entfernung und wenn du halt jetzt aber ziehst, dann trifft halt nichts, dann kannst du halt I oder O schreien. Und von daher gesehen, probiert es einfach und dann schauen wir, dass Zuschauen doch das Leichteste ist. Genau. Sven, wir starten in eine neue Saison und ich glaube gerade die deutschen Biathleten, auch wenn wir ganz viel internationalen Verband heute hier haben, interessieren uns natürlich die deutschen Athleten sehr. Was traust du ihnen zu nach dem Olympia-Winter, der glaube ich für alle Beteiligten nicht so gelaufen ist, wie sie sich das erhofft haben? Sicher, also es sind die Anforderungen bzw. die Erwartungen waren bei dem einen oder anderen höher, aber dennoch muss man sagen, die zwei Medaillen, die gekommen sind, Erik Lesser im Einzel und natürlich die Staffel, die er fast gewonnen hätte, muss man immer wieder sagen, die waren ganz knapp davor, wirklich dann auch die Sensation möglich zu machen und genau diese Spannung macht es eben aus und ich denke, dass gerade die Herren, die eben so knapp dran waren, genau diese Euphorie, die Emotionen haben und sie wissen, es ist möglich. Also es ist möglich, bis nach vorne dort auch zu laufen. Und ich denke, dass die Männer, gerade ich muss jetzt das ein bisschen zweiteilen aus deutscher Sicht, dass die Männer auf alle Fälle eine gestandene Mannschaft haben. Sie haben Ausdauer, der Winter wird sehr lang. Die Weltmeisterschaft ist relativ spät in der Saison. Also man braucht schon gewisse Körner, Ausdauer, Kraft. Ich denke, das haben die Männer. Und natürlich dann auch die Spannkraft darauf zu treffen. Ich denke, auch der Ort Kontiolahti liegt im Deutschen mehr und besser als Sochi gelegen hat. Sochi waren nicht ganz einfache Bedingungen, egal, die Athleten müssen immer durch. Aber ich denke, dass Kontiolahti den Deutschen mehr entgegenkommt. Und bei den Damen muss man sagen, gut, die Damen müssen sich als Mannschaft viel besser erst finden. Es ist noch nicht so eine schlagkräftige Mannschaft, wo man auch in der Altersstruktur dabei ist, wo man sagt, okay, man hat eine erfahrene, sondern auch mit der Andrea Henkel, die jetzt nicht mehr dabei ist, ist eine sehr erfolgreiche Athletin nicht mehr in der Mannschaft. Und dieses Loch ist erstmal wieder zu füllen und ich denke gerade auch BMW oder auch bei Ihnen, wenn man in einer Firma unterwegs ist, merkt man, wenn diese Altersstruktur nicht stimmt oder wenn gute Leute nicht mehr da sind, dann braucht man erstmal ein Jahr, um wieder ins Laufen zu kommen und deshalb freue ich mich hier auch wieder einige neue Produkte zu sehen. Also BMW hat immer wieder den Punkt und da denke ich, ist eine Verbindung zwischen Sport und Wirtschaft ja auch da und ich denke, dass die Damen noch eine Weile brauchen, um wieder den Erfolg zu haben, den wir schon über Jahre hatten, aber es wird eine interessante Saison. Wie gesagt, ich bin auf die Männer ganz besonders gespannt. Fritz, ist es reiner Zufall, dass ich jetzt mit Sven über die Männer gesprochen habe und mit dir über die Frauen? Na, ich glaube, was auch BMW auszeichnet oder auch die Partnerschaft, die Familien, die Biathlon ist ja die Biathlon-Familie in Deutschland, egal ob Männer oder Frauen. Die letzten Jahre waren die Frauen oft stärker durch die Lena. Es ist um Biathlon gegangen. Und egal wer gewinnt, das heißt, die Deutschen gewinnen. Und ich glaube, dass auch in dieser Form die Mannschaft im Mittelpunkt steht. Und gerade bei den Damen, wir haben sehr, sehr gute junge Mädels. Natürlich jetzt beide ein bisschen verletzungsfähig gewesen. Wir haben da auch nach wie vor die Miriam Lössner, die weiter wieder fit ist, mit einer Laura Dahlmeier, mit einer Franziska Preuß. Junge Gesichter, die wir brauchen. Auch jetzt als Mannschaft, wo die Männer, genauso wie das Sven hat es ja gesagt, die Männer ist jeder, der hier am Start geht, bereit, Top 3 zu laufen. Wobei es muss auch in der Form jetzt gesagt werden, dass die Athleten auch schon merken, gerade die deutschen Athleten, Biathlon ist, hat eine Vergangenheit, auch mit den Erfolgen von Sven, sage ich jetzt mal. Und auch die Qualität im Training, in der Leistung. Also mitfahren, auf Olympia fahren ist zwar das eine, aber eine Leistung abzuliefern, das kann also ein großer Konzern sicher sehen, da steht eine Qualität dahinter. Und deshalb glaube ich, dass die Damen ab und zu punktuell gut sind, aber im Gesamtkonzept die Männer dieses Jahr stärker sind. Also wir freuen uns auf den Winter mit BMW Wintersport in allen Bereichen. Und Frieda, jetzt reden wir gemeinsam nochmal über die Philosophie, die bei BMW dahinter steckt. Es geht ja nicht darum, irgendwo zu sagen, wir sind dabei. Und wir kleben Freude am Fahren als Logo drauf, sondern da ist ja über alle Bereiche eine ganze Menge geplant. Auch, jetzt gehen wir mal weg vom Biathlon, dort wo es dann in die Eiskanäle geht.
Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, dass Sponsoring für uns nicht heißt, irgendwie die Logos irgendwo hinzukleben. Ich denke, BMW ist eine Weltmarke, die jeder kennt oder fast jeder kennt. Und da brauchen wir das eigentlich nicht zu tun, um die Markenbekanntheit jetzt zu steigern. Sonst uns ist es wichtig, halt die richtigen Botschaften zu platzieren. Und da ist das Thema Bob und Rodeln halt ideal, weil, wie gesagt, wir hier nicht nur Bandenwerbung machen, sondern wir haben das jetzt ja auch schon die letzten 4 Jahre gemacht in der Zusammenarbeit mit dem Bob- und Schlittenverband, dass wir quasi auch Tests im Windkanal machen, also die Athleten bei uns im Windkanal testen. Da geht es um Aerodynamik zu verbessern, da geht es darum, die Schlitten zu optimieren. Das heißt, da haben wir natürlich eine sehr starke Verbindung zwischen unserer Fahrzeugentwicklung und der Entwicklung von Sportgeräten. Und das sind natürlich Botschaften, die wir da ideal platzieren können. Aber jetzt auch für das nächste Jahr haben wir uns da auch was Neues überlegt. Wir gehen nicht nur, wie gesagt, im Windkanal, sondern wir nutzen auch computergestützte Analysemethoden. Da haben wir zum Beispiel ein 3D-Modell, also wir animieren die Bahnen sozusagen und stellen das dar und machen das anhand von 3 Bobbahnen, die wir quasi simulieren in einem 3D-Modell. Und ich glaube, wir haben jetzt hier einen kurzen Ausschnitt dabei. Das ist jetzt nur mal so noch ein Blick in die Küche, also wie das aussehen könnte. Aber ich denke, man kriegt schon einen ganz guten Eindruck davon. Also wir schauen mal rein in die kleine Animation, die wir Ihnen heute schon zeigen können.